Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu diesem Kanal, bei dem es um Narzissmus, emotionalen Missbrauch, toxische Beziehungen und Anverwandtes geht. Ich bin Delia Schreiber, ich bin Psychotherapeutin und Psychologin. Manchmal habe ich Klientinnen und Klienten bei mir in der Praxis und die wünschen sich einfach nochmal ein Abschlussstatement unter eine narzisstische Beziehung zu setzen. Das ist nicht immer ratsam, aber wenn dieser Wunsch so groß ist und wenn es wirklich ein Abschlussstatement sein soll und wenn es nicht wieder so dieser versteckte Wunsch nach Kontaktaufnahme und doch ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht doch wieder irgendetwas Positives aus der ganzen Geschichte entstehen könnte, wenn es das nicht ist, dann kann man das durchaus machen. Dafür gibt es eine wunderbare Intervention und zwar ist das, einen letzten Brief zu schreiben. Dieser Brief, der muss nicht abgeschickt werden. Und dieser Brief ist ein Dankesbrief. Ja, ihr habt richtig gehört. Und damit ihr euch das vorstellen könnt, wie sich das so anhören könnte, hat mir eine Klientin, nennen wir sie Ruth, mir ihren Dankesbrief an ihren narzisstischen Partner, Ex-Partner, zur Verfügung gestellt. Ich lese euch dann erstmal vor und erkläre euch dann, worum es eigentlich geht. Ruth schreibt: Danke für die Zeit, die du mit mir verbracht hast. Sie hat mir so viele Erkenntnisse geschenkt. Durch dich habe ich so viel gelernt, auch wenn dir das vielleicht nicht bewusst ist. Danke für die Zeit, die du nicht mit mir verbracht hast. Nach anfänglicher Orientierungslosigkeit hast du mir damit den Raum gegeben, um mich selbst besser kennenzulernen und stärker zu werden. Und du hast mir ermöglicht, tief in mich hinabzutauchen, wo ich unglaubliche Schätze gefunden habe. Danke für deinen Umgang mit mir und anderen Menschen. Dir zuzuschauen, wie du mich und andere behandelst, hat mir gezeigt, wie wertvoll die Fähigkeit ist, auf Augenhöhe zu kommunizieren und wie nährend eine einfache, menschliche Wertschätzung ist. Du hast mir den Wert von Klarheit und Offenheit nochmals deutlich vor Augen geführt und fast alles, was du gesagt oder nicht gesagt hast, hat mich darin bestärkt, die Wahrhaftigkeit zu feiern, wann immer sie mir begegnet, sie ausgesprochen und geteilt wird. Überhaupt hat die Zeit mit dir mich, meine Persönlichkeit und meine Werte gestärkt. Gute Freundschaften, zuverlässige Menschen, Respekt, Güte, Freundlichkeit und Ehrlichkeit weiß ich nun noch viel mehr zu schätzen. Nach all der Zeit mit dir und obwohl ich beinahe zerbrochen bin, stehe ich noch immer, was mir zeigt, wie stark ich bin und wie viel ich aushalten kann. Etwas aushalten zu können, braucht ich Kraft. Und das ist so viel mehr als Macht. Weil ich diese innere Kraft habe, brauche ich keine Macht auszuüben. Durch dich habe ich erkannt, dass nicht alle Menschen lieben können und welch ein wunderbares Geschenk es ist, seinem Gegenüber in tiefer Verbundenheit begegnen zu dürfen. Durch dich habe ich erkannt, dass wahre Freude nicht selbstverständlich ist und nicht alle Menschen die Fähigkeit besitzen, Lebensfreude und Mitfreude zu empfinden. Umso dankbarer bin ich, dass mir diese Fähigkeit in die Wiege gelegt wurde und ich mein Leben aus vollen Zügen genießen kann. PC hingegen die erste Version des Briefs. Diese Version so einfach mit diesem Danke für alles, was man erfahren hat, für alles, was man lernen musste, ist ein sehr ehrlicher Brief. Und das mal zu formulieren, was einem da alles bewusst geworden ist und wofür man dankbar sein kann, natürlich neben allem, was einen verletzt hat, kann sehr heilsam sein. Es ist wirklich ein heilsames Ritual. Ruth hat dann gemerkt, dass allein dieses Schreiben, dieser Bewusstwerdungsprozess, sie hat sich ein paar Tage Zeit genommen, um diesen Brief zu schreiben, so viel in ihr geordnet hat, für so viel Klärung gesorgt hat, dass sie fand, ich brauche den Brief eigentlich gar nicht abzuschicken. Für mich ist gut so. Und deshalb hat sie noch ein PS angehängt. Falls du auch einen Brief schreiben möchtest und du möchtest diesen Brief abschicken, würde ich auf dieses PS verzichten. Das kannst du dir denken, weil das ist wieder angriffig. Aber da Ruth den Brief nicht abgeschickt hat, hat ihr dieses PS gut getan. Und sie hat den Brief nachher verbrannt. Also hört ihr noch das PS an. Heute sehe ich dein Lebensgefühl viel klarer, wie du ständig gegen diese innere Leere ankämpfen musst, wie du Gefühle von Minderwertigkeit und Scham damit kompensierst, indem du andere manipulierst
und sie klein machst, nie zu wissen, wer du wirklich bist und was dir wichtig ist, kein eigenes Profil zu haben, sondern sie ständig drehen und wenden zu müssen wie eine Fahne im Wind, dem Programm einer inneren Hackordnung gehorchen zu müssen wie ein Huhn, nie dauerhafte liebevolle Verbundenheit mit einem anderen Menschen erleben zu können, nicht zu wissen, was bedingungslose Liebe ist, diese Angst, die in jeder deiner Zellen sitzt, Lebensangst, weil du so alleine bist, da es für dich keine wirklichen Verbundenheitsgefühle gibt, dein Neid auf alle, die die schönsten Dinge im Leben wirklich empfinden und feiern können und für die diese folgenden nicht nur leere Worte sind. Liebe, Freude, Verbundenheit, Ehre, innere Kraft, Klarheit, Wahrheit, Augenhöhe. Heute sehe ich den tiefen Schmerz, die nagende Leere, die reißende Sehnsucht, diese entsetzliche Zerrissenheit, die verzehrende Wut, die dieses Unvermögen in dir auslöst. Und daher verzeihe ich dir gern, von ganzem Herzen, denn ich denke, dass dein eigenes Lebensgefühl dich tatsächlich schon genug bestraft für die verbrannte Erde, die du bei so vielen Menschen hinterlässt. Auch wenn du mich manipuliert, verletzt, niedergetreten, belogen, betrogen, bestohlen und hintergangen hast, bin ich innerlich inzwischen wieder ruhig, voller Kraft und dem Leben und den Menschen zugewandt. Und da ich weiß, dass du es kaum erträgst, wenn andere ein schönes Leben führen, wird genau das meine Rache sein. Ein gutes Leben. Mach's gut und leb wohl. Ruth. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass so ein Brief tatsächlich etwas sehr Heilsames haben kann, etwas Klärendes, etwas Ordnendes. Dass es nochmal ein Bewusstwerdungsprozess in die Richtung ist, das bin ich, das bist du, ich bin hier und du bist dort. Das gehört mir, das bin ich, das bin nicht ich, das bist du. Das ist eigentlich der Hauptzweck dieser Briefübung, dieser Intervention. Danke fürs Zuschauen und bis bald.